Warum haben wir eigentlich keinen Ton? Ja, der Ton ist kaputt. Ey, wir wollen Fußball gucken. Ja, na und? Tom Bartels moderiert. Ja gut, dann geht's. Aber ich meine, jetzt hier zum Beispiel Nachrichten komplett ohne Ton, stört dich das nicht? Ja, wieso? Ich sehe doch auch sowas passiert. Hier, da laufen schon wieder irgendwelche militanten Kämpfer durch eine Stadt im Nahen Osten. Ja, das ist Heidenau in Sachsen. Ja, sag ich doch, Osten. Was wollen die? Ja, die wollen alle fertig machen, die kein Deutsch können und sich nicht unserer Kultur anpassen. Die armen Sachsen. Mensch, Jungs, da sind sie ja! Mensch, Bodo! Die toll nutzt du! Sag mal, Dieter, hast du die Haare anders? Ja, ein bisschen kürzer. Ich dachte, es hat gebrannt, du. Mensch, Jungs, ist das schnaffte euch zu sehen, hä? Die alte Gang! Und endlich mal wieder der alte Bude beim Lutz. Oh, ist das basic hier. Mensch, was wohne ich dagegen spießig in meinem Loft in Düsseldorf-Oberkassel? Scheiße, was in mir Spießer geworden, was, Dieter? Ich sag mal, was hast denn du da für eine Plauze gekriegt seit der WM? Sag mal, du siehst aus wie eine Hüpfburg. Dieter, weißt du, sowas kann dem Bodo nicht passieren, oder? Guck mal hier, hau mal rein, Alter. Hä? Wow. Da kriegst du keinen Nagel rein. Red mal richtig. Mal richtig. Ja, klar. So, bist du bekloppt, Dieter? So, mal hättest du noch alle, du. Lutze! Guck, guck. Okay. Okay, es ist 19:45, um 10 fängt das Spiel an. Jetzt wird getippt und ab dem Anstoß halten wir die Klappe. Yes, das sind die Rules. Das habe ich Solveig auch gesagt, du. Wem? Ja, Solveig. Ja, ich habe euch davon nie erzählt. Ach, deine neue Freundin. Ja, also ich habe doch nichts dagegen, dass sie heute Abend so ein bisschen mitguckt, oder? Was? Du, die müsste eigentlich jeden Augenblick hier sein. Die parkt nur gerade unten noch den Wagen. Jungs. Sag mal, Bodo. Was ist los? Bodo, bitte, wir haben Regeln. Ja, ist ja gut. Das sind aber keine Frauen in unserer Länderspielrunde. Ich darf daran erinnern, wie Dieter neulich seine Nadine mitgebracht hat. Die hat den ganzen Abend gequatscht und hatte keine Ahnung von Fußball. Moment mal, das stimmt so überhaupt nicht. Die hat eine ganze Halbzeit lang den Schiedsrichter angefeuert. Okay, das stimmt. Ja. Nein, Jungs, hör mal, das ist Solveig, die ist ganz anders. Jungs, hör mal, die kommt aus der Schweiz. Die ist Filmemacherin. Die hat Kunstgeschichte, Philosophie und Gender Studies studiert. Wir haben so viel gemeinsam. Intelligent, witzig, charmant. Wie, was genau habt ihr jetzt gemeinsam? Du musst ja mal die Fresse, du. Ihr werdet sie lieben, du. Guck, guck. Okay. Okay, aber wir gucken das Spiel wie immer. Wie immer. Sag mal, sie darf nicht reden wie ein Wasserfall oder irgendwelche komplizierten Themen anschneiden. Sonst gibt's ein Kettensägenmassaker. Hey, ich bin Solveig. Auch Mensch, ist es schön, hier zu sein. Der Bruder hat aber auch so viel von euch erzählt. Dann bist du bestimmt der Lutz. Ja, und du... Ja, klar, du musst Dieter sein. Ey, wow, die Wohnung ist ja super hier, total eklektizistisch mit so einem ticken Retro-Bodo-Wepper. Ich find's toll, dass ihr mich aufnehmt. Das ist nicht selbstverständlich in einer unisexuell ausgerichteten Peer-Group, die bestimmt auch so ihre ganz eigenen Kodizes hat. Oder ey, Fußball, I love it. Fußball ist für mich auch so ein total spannendes soziales Phänomen. Kurz gesagt, hallo. Ey, Lutz, wo gehst du hin? Ich hol die Kettensäge. Also, ich bin der Dieter. Leute, ich find's großartig, dass ihr bei meinem Projekt mitmachen wollt. Moment mal. Was denn für ein Projekt? Was denn für ein Projekt? Das Projekt. Ja, sag mal, Bodo, hast du nichts erzählt? Nein, der Bodo hat noch nichts erzählt. Hat er nicht? Also, noch nicht. Ich war ja gerade dabei. Also, Jungs, Solveig ist ja Filmemacherin, ja, ne? Weißt du, die will heute Abend hier so ein bisschen drehen, während wir hier gemeinsam Fußball gucken. Ach, was will sie denn drehen? Oh, Lutz, das wird eine Doku für Arte. Wir nennen das Deutschland gucken. Wir filmen Menschen, die sich das Länderspiel ansehen und dieses Material. Es wird dann wiederum Lukas Podolski und Richard David Precht vorgespielt, während die nachts mit einem Taxi durch Berlin fahren. Die beiden kommentieren also quasi den Kommentar zum Spiel. Sag mal, ist das nicht irre? Das ist irre, ja. Bodo, ist dir klar, dass gerade ein eiskalter Windstoß am Kartenhaus unserer Freundschaft rüttelt? Leute, ihr bemerkt mich doch gar nicht. Ich lass einfach mitlaufen. Ist doch okay, oder? Nein. Ja, klar. Ich will nicht ins Fernsehen. Ach komm, Dieter, jetzt hab ich nicht so. Ey, wenn ich abends zusammen mit Nadine Arte gucke und dann sieht sie mich hier mit Lutz beim Fußball gucken, ey, dann ist unsere Ehe am Ende. Du, weißt du, wenn du abends zusammen mit deiner Frau Arte guckst, dann ist die Ehe eh am Ende. Jungs, ihr könnt jederzeit Halt, Stopp sagen. Halt, Stopp. Ach Mensch, Jungs,
Männer, was ist denn hier los? Möchte sein, der Mann ist so stur. Ja. Mensch, jetzt denk doch mal ein bisschen out of the box. Mensch, wir drei im Film, nur die alte Gang. Lutz, Dieter, Bodo, Jesus on a bike, wird das cool? Hör mal, die hat's richtig drauf. Das ist richtig Kunst, was die macht. Hier sowas wie Dogma hat letztens einen Film gemacht über so einen Bären. Und hier was für Arte, ne, Solli? Mhm. Irgendwas über moderne Post. Moderne Post? Postmoderne. Ja, so. Scheißegal. Ja, Leute, von mir aus? Von mir aus könnten wir direkt mal loslegen, oder? Setzt ihr euch doch einfach mal irgendwo hin, ja? Scheißegal wo. Ja. Ihr müsst euch bequem machen. Und kleiner Tipp noch von meiner Seite. Bleibt am besten immer ganz ihr selbst. Kommt unglaublich schön in der Kamera, ja? Bitte, ihr müsst überhaupt keine Scheu haben, ja? Ich möchte doch nur diesen neuen, fröhlichen Patriotismus zeigen. Was? Fröhlicher Patriotismus? Was soll das sein? Ach, Lutz, ich habe Bilder im Kopf, ja? Wie ihr drei hier auf dem Sofa sitzt, vielleicht sowas ruft wie Schlan, Schlan, aber dann so ganz fröhlich und unverkrampft die Fähnchen schwenkt. Solveig, wir treffen uns hier zum Fußball gucken. Ne, wir drei Jungs, jedes Länderspiel seit 1990 und du darfst gerne mitgucken. Aber ich schwenke nicht unverkrampft Fähnchen. Lutz, du kannst ihn natürlich auch verkrampft schwenken. Nee, ich schwenke gar nichts. Ja, mein Gott, warum denn nicht? Weil nur Idioten Deutschland Fähnchen schwenken. Ich hab das auch schon gemacht. Hallo, ich auch? Ja, und, muss ich das kommentieren? Sag mal, Lutz, was ist jetzt eigentlich dein Problem hier? Patriotismus ist primitiv. Ach, Lutz. Heimat ist die allersimpelste Identifikation für allersimpelste Volldeppen. Ey, nur Leute im Intelligenzzölibat bilden sich auf ihre Heimat was ein. Ey, sag mal, was hast du denn auf einmal? Was denn? Eine gesunde Distanz zum eigenen Land, ja? Das ist für mich ein Ausweis von Reife und von Reflexionsvermögen. Ja, zumal Deutschland ja nun wirklich genug Anlass dazu bietet. Lutz, was ist denn das für ein Mumpitz, was du hier erzählst? Ey, das ist Deutschland. Wir sind technologisch, sind wir Weltspitze. Hier laufen die Dinge strukturiert. Hier funktionieren die Dinge. Ja, besonders bei der Bundeswehr. Ja gut, die zählt nicht. Nein, die wird ja von einer Frau geführt. Hallo? Kein DAX-Unternehmen in Deutschland leistet sich sowas. Nee. Nein, ich finde schon, also ich habe kein Problem damit, Deutscher zu sein. Ja, ich bin stolz. So. Oh, Dieter, würdest du das auch mal direkt in die Kamera sagen? Ja? Also ich bin Dieter und stolz, Deutscher zu sein. Ja klar. Ich bin Dieter und... Ja, das klingt jetzt auch irgendwie komisch. Naja, so heißt du nun mal, Dieter. Ja gut, komm, dann sag ich es. Und wenn du das sagst, dann bin ich raus. Wieso soll ich das nicht sagen? Du, dann will ich nicht mehr mit dir gefilmt werden. Ich sag's aber, läuft die Kamera noch? Ja, Moment mal, Leute, in meinen vier Wänden untersage ich so eine Nationalismus-Scheiße. Was, Lutz, du untersagst mir was? Ey, das mit dem Stolz ist total nazimäßig. Bitte, und außerdem ist Deutschland doch, hey, das ist doch ein Kackland. Ach, ein Kackland. Okay, geht's vielleicht eine Spur differenzierter? Ja, was, das ist doch alles verlogen hier. In diesem Land werden seit Jahrzehnten hemmungslos die Vermögen von unten nach oben verteilt. Im Prinzip profitiert davon nur so eine ganz kleine Clique hier. Und über alles das gießen sie diese unerträgliche Konsenssoße. Weißt du was, Lutz? Du redest einfach alles runter. Ja, und du redest einfach alles schön, ne? Alles, was dir die Kohls und Merkels so 26 Jahre lang vorgeplappert haben. Ich finde schon, dass wir Deutschen eine ganze Menge leisten. Hier zum Beispiel in der Euro-Krise. Ey, da haben wir letztlich den Griechen den Arsch gerettet. Und zum Dank malen die unserer Kanzlerin Hitlerwärtchen an. Sie kann es aber auch tragen, Dieter. Scheiße! Ach nee, Mensch, es ist der Akku leer. Leute, da muss ich doch noch mal kurz zum Wagen, ne? Nicht bewegen. Bin gleich wieder da. Sag mal, hast du komplett die Pfanne heiß? Jungs, ich möchte ihr heute hier einen Heiratsantrag machen. Was? Ja, Jungs, ihr müsst mir helfen. Ich habe das alles geplant. Hört zu, ich erkläre euch das. Ich habe letztens auf einer Charity-Gala diesen Fußballkommentator Tom Bartels kennengelernt. Die Pfeife. Ist mittlerweile ein guter Freund von mir. Ganz eng. Und der wird heute Abend während des Spieles sagen, und das sagt der Tom nur, weil ich es ihm gesagt habe, meine Damen und Herren, was ist das für ein Fußballabend? Und dann komme ich und sage, ja, aber es ist ja nicht nur ein Fußballabend. Und in dem Augenblick sagt der Dieter, wer weiß, was das Schicksal noch so bringt, vielleicht der Amos Pfeil. Ich habe das alles aufgeschrieben, verließ ich nicht. So, und dann kommt der Lutz. Und der Lutz wirft Rosenblätter aus dem Fenster. Was werf ich? Du wirfst Rosenblätter da aus dem Fenster. Das sind alles Zuchtrosen aus Transnistrien, die besten. Ja, so. Dann spielt die Band und dann spreche ich ein Gedicht, was ich für sie geschrieben habe. Stopp! Bodo, was für eine Band? Ach so, ich habe da im Hof unten so eine bulgarische Hochzeitsband. Ja. Die Milicevic.
Die habe ich für einen schmalen Pfennig gebucht. Und sobald die Rosenblätter sehen, fangen die an zu spielen. Ich fass es nicht. Und dann mein Gedicht. Ein Rosenblatt im Sommerwind. Das fliegt dahin und ruft geschwind. Nur eine Kraft auf Erden es gibt, wenn man sich gern hat und sich ganz doll liebt. Das hat der Bodo selber geschrieben. Und ich finde, man hört's raus. Nee, Leute, bitte, das ist zu viel. Sag mal, das ist doch zu viel. Das ist doch nicht mehr unser Männertreffen. Wir sind doch hier zum Bier trinken und zum Fußball gucken. Und erst bringst du diese komplizierte Ische mit. Jetzt spielst du die besten Szenen aus Rosamunde Pilcher nach. Und dazu spielen hier draußen diese Milosevic. Ich glaube, da brennt der Helm da unten. Und du laberst hier die ganze Zeit, dass du stolz bist, ein Deutscher zu sein. Hallo! Sag mal, kann das sein, dass du mir überhaupt nicht zuhörst? Ich habe nicht gesagt, ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein. Doch, na klar hast du das gesagt. Ich habe zugehört. Ja, aber ich habe das nicht so gemacht. Total im Thema. Ich finde es so großartig, wie auf den Film einsteigt. Ganz großes Kino. Nee, ich steig auf gar nichts ein. So, und ich mit. Solveig, sag mal, warum wissen wir eigentlich so wenig von dir? Ja, stimmt. Was sagst du denn zum Beispiel zum Thema Deutschland? Ja, du so, mit deinem Schweizer Migrationshintergrund. Bitte, darum geht's doch jetzt auch gar nicht. Doch, natürlich geht's darum. Auf jeden Fall. Wollt ihr das wirklich wissen? Ja, wir sind offen für alles. Ihr wollt eine ehrliche Meinung? Trau dich, wir hören dir zu. Okay. Ich finde, ihr könnt in Deutschland überhaupt nicht mit Kritik umgehen. Also das ist eine Frechheit. So, und jetzt reicht's hier. Komm, nee, also Schluss, aus. Ja. Klar, das wollt ihr nicht hören. Ja. Da seid ihr plötzlich ganz empfindlich. Ja? Dann lasst uns doch mal drüber sprechen, wie man hier in Deutschland mit Flüchtlingen umgeht. Man weiß doch überhaupt nicht mehr, wie man die Deutschen im Moment einordnen soll. Ja? Gerade noch brennen die Flüchtlingsheime. Merkel äußert sich monatelang nicht zur Flüchtlingsfrage. Dann holt die 10.000 Flüchtlinge von Ungarn nach Deutschland. Und jetzt werden die Grenzkontrollen wieder eingeführt. Was sind das für ein Durcheinander? Kommt mal runter. Ja? Dann kommen vielleicht 800.000 Flüchtlinge zu uns. Ja, aber auf 80 Millionen Menschen, die hier bereits leben. Das ist ein Flüchtling auf 100 Einheimische. Aber man kann sich das genau vorstellen, oder? Eine Kneipe mit 100 Leuten, einer kommt rein, dann wird's eng. Ja, ja, und dann müssen vielleicht auch 800.000 Flüchtlinge integriert werden. Bei der letzten Bundestagswahl haben 2,5 Millionen Deutsche die AfD und NPD gewählt. Ich glaube einfach, wenn ein Land es schafft, 2,5 Millionen rechte Arschlöcher zu integrieren, dann kriegen wir doch so ein paar Flüchtlinge auch noch gewuppt, oder? Na bitte. Ich glaube einfach, mit der Integration müssen wir viel früher anfangen. Da müssen wir mal bei unseren Kindern anfangen, ja? Bei den ganz Kleinen, hier in den Grundschulen, in den Kindergärten, mit kreativen Konzepten und vor allem mit kindgerechten Konzepten, die mal zeigen, was Integration wirklich bedeuten könnte. Also ich hätte da schon eine Idee. Tritra, trulala, Tritra, trulala, das Kasperle ist wieder da. Hallo, liebe Kinder. Ich bin das Integrationskasperle. Also der Kasper, der alle lieb hat. Seid ihr alle da? Ja? Habt ihr meinen Freund Seppühl gesehen? Seppühl ist mein Freund, der kommt gar nicht aus Deutschland, sondern aus Berlin-Neukölln. Aber wir in Puppenhausen tun alles dafür, dass er richtig integriert wird. Ja, sollen wir ihn rufen? Ja? Seppühl! Ich hab gesagt, wir! Seppühl! Kasper! Ah, ich kann ja schon hören. Seppühl! Kasper! Seppühl! Boah, voll den Allemann, als ich voll den Hirni. Hey, wo steckst du? Ja! Leck mich Arsch! Hey, Hinzuchtopfer! Ja. Weißt du, was mir heute Morgen passiert ist, Lan? Nein. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte plötzlich voll die Scheißhände. Komplett ohne Finger, leck mich Arsch. Also Seppel, ich finde, du solltest ein bisschen was an deiner Sprache tun. Das ist ja gar kein Deutsch. Wir wollen den Kindern doch zeigen, wie gut du integriert bist. Und da ist Sprache sehr wichtig. Sack, ihr siehst, du bist ein Sack, ihr siehst. Hallo, Großmutter. Alter Mann, ich fresse, du Arsch.
arbeitsloser Nichtsnutz. Umi, das ist Seppl, mein Freund, den möchten wir heute in unsere Mehrheitsgesellschaft rein integrieren. Schon wieder so ein Ausländer hier, Kümmelfresser. Da werden auch immer mehr. Oma. Müsste sich mal jemand drum kümmern. Hör mal zu, Zipfelschwinger. Herr Krokodil hat doch mal die Pfannkuchen geklaut und hat sich dort hinten versteckt. Rein! Voll krass, Omi. Ja, du solltest auch mal einen Deutschkurs machen, ne? Damit du verfickt noch mal lernst, wie man anständig Deutsch am Sprechen tut. Oma. Und du, Pinselputzer, holst doch mal die Pfannkuchen zurück. Ja. Sonst kommt die Oma aber bei die Speise, sagt ihr sich. Da krieg ich einen Hass. Einen Hass krieg ich da. Ha, tschüss, Omi. Boah, ey, voll Hardcore, Omi. Ja. Hab ich erst gedacht, ey, die hat Kopftuch an, die ist eine von uns. Seppl, die trinkt nachmittags immer Eierlikörschorle. Seppl, Omas Pfannkuchen sind alle geklaut worden. Ja genau, hab ich nicht verstanden. Die Pfannkuchen. Dürüm. Ah, Dürüm. Ja. Dürüm. Das war das böse Krokodil. Das ist sehr gefährlich. Und das ist ein Fall für den Wachtmeister Dimpfelmoser. Sollen wir ihn rufen? Ja, Polizist! 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 Dimpfelmoser! Ah, Herr Wachtmeister! Ich bin der Kontaktbereichsleiter. Hör zu, Kontaktspast. Die Pfannedürüm vom Fokras Oma sind Fokras Versicherungsfall geworden. Was will er sagen? Wie bitte? Na, was will er sagen? Hä? Na, was er sagen will! Ach, was er sagen will! Omas Pfannkuchen sind alle geklaut worden, Herr Polizist. Es war das böse Krokodil. Es kam von rechts. Was? Ja. Oh, nein! Nein! Oh! Ja, das Krokodil kann es ja nicht gewesen sein. Nee? Warum? Na, Gefahr in Deutschland kommt da nie von rechts. Das habe ich ja fast vergessen. Ich verhafte Sie wegen Pfannkuchendiebstahls. Aber es war das Krokodil, die Sau. Ja, na. Ich erkenne ja wohl einen Verbrecher, wenn er vor mir steht. Mhm. Außerdem nehme ich Sie fest wegen furchteinflößendem Migrationshintergrund und überhaupt. Leck mich Arsch, ich hau besser wieder ab, Türkei. Ja, liebe Kinder, das passiert, wenn man sich partout nicht integrieren lassen möchte. Ich meine, wir haben Seppl ja mit offenen Armen empfangen, aber er hat sie gar nicht zugelassen. Oder? Siehste, hätte er mal lieber einen Deutschkurs gemacht, dann wäre das alles gar nicht passiert. Tschüss. Tritra, tralala, das Kasperle war wieder da. Es funktioniert mit der Integration in Deutschland im Prinzip relativ gut. Wir haben über 80 Millionen Einwohner. Ja. Wir müssen auch unsere eigenen Minderheiten doch auch schon integrieren. Leute wie Lutz zum Beispiel, weißt du, die so auf Hartz-IV-Niveau leben, die werden auch irgendwie mitgenommen. Ne? Hier. Sag mal, Dieter. Das sagt unser Vorzeigedeutscher hier. Unser Vorzeigedieter, quadratisch praktisch gut. Ja, Lutzemann, guck dir doch mal dein Leben an. Du zahlst keine Steuern, du hast keine Kinder, du hast doch nicht mal einen Partner, um den du dich kümmern musst. Du musst ja nur dafür sorgen, dass deine Eier beim Schaukeln nicht aus dem Rhythmus kommen. Ey, Prost, Dieter. Grüß dich, Lutzemann. So, was machst denn du eigentlich? Das kann ich dir sagen. Ich bin an der Front. Jawohl, der ist an der Plastiknippelfront. Das sind keine Plastiknippel. Doch, du vertreibst Plastiknippel. Das sind keine Nippel. Wir sind Weltmarktführer für kunstharzverstärkte Gelenkmodule zur Steuerung von Antriebsketten von modularen Fertigungsanlagen. Ja Plastiknippel. Ne? Auf holländisch Knöppjes. Es ist wieder diese Arroganz gegenüber der arbeitenden Bevölkerung. Und weißt du, wenn ich Single wäre, da könnte ich auch in so einer verwarzten Bude hocken, einen auf Konsumverzicht machen, ey, und einen Fernseher haben, der wahrscheinlich das Wunder von Bern noch live miterlebt hat. Also da hat der Dieter recht, Lutzemann. Der rote Blitz, du. Die Möhre ist so vintage, da werden die Nachrichten nur von Karl-Heinz Köpke gelesen. Nee, hier ist eine Eskalationsstufe weiter. Hier werden die Nachrichten gar nicht mehr verlesen. Gar nicht Dieses mehr. Gerät ist bereits wieder zurück auf Stummfilmniveau. Da ist ja gar kein Ton. Wieso bringen die denn jetzt was über den Dalai Lama? Ja, der will zurücktreten. Die suchen einen neuen. Echt? Da ist gar kein Ton. Ja, der Ton ist kaputt. Oh, du weißt, was ich gerade verstanden habe. Der Ton ist kaputt. Moment, lass mal Bodo ran. Bodo hat goldene Hände. Sag mal, Krämer, geht's noch? Wieso sagst du das nicht vorher, Mensch? Ich hätte doch mal den 80-Zoll-Plasma mitgebracht. Ja, was denn? Wir brauchen doch keinen Ton. Natürlich brauche ich den Ton. Wenn ich den Tom Bartels nicht höre, habe ich ein Riesenproblem. So denn? Was für ein Fußballabend. Was? Jetzt? Okay, alles jetzt. Amors Pfeil! Also jetzt, Dieter. Ich bin hier.
Leute, was ist denn hier bei euch los? Gar nichts. Was war denn los? Ich habe laut Musik gehört. Nein, da war keine Musik. Wie viel Bier habt ihr gekippt? Okay, da war Musik. Was ist denn bei der Musik? Ich habe einen neuen Klingelton. Was? Im Handy. Das klingt wie ein Bulgarien. Oh, Scheiße. 40 Anrufe in Abwesenheit. Nee, 40 Anrufe? Er muss dringend telefonieren. Ja, Dieter. Aber nicht hier in der Wohnung. Die Strahlen, die schaden deinem Gehirn. Ich muss meinen Chef anrufen. Der glaubt, ich wäre in England. Ich muss morgen den ersten Flieger nach England nehmen. Ich habe ein mega wichtiges Meeting in London. Die Engländer erwägen, das Angebot der Chinesen zu nehmen. Die Chinesen bauen unsere Teile 1:1 nach. Und jetzt sind die schon wieder billiger. Ja, aber eure Nippel sind doch bestimmt besser. Natürlich sind unsere Gelenkmodule besser. Das war bei weitem, ja. Aber die zahlen vielleicht 10% von unseren Löhnen. Die haben ja auch kaum Ausgaben. Also guck mal, ich habe ein mittleres Gehalt. Davon zahle ich hier Wohnen, Essen, die Fahrt zur Arbeit, die Frau, die Kinder, die Ausbildung, den Urlaub und den Hund. So ein Chinese, der gibt doch kaum was auf. Guck mal, der wohnt mit seiner Frau in der Firma, macht keinen Urlaub, ja, und isst den Hund. Oh ja, Dieter. Können wir jetzt vielleicht mal zum Thema zurückkehren? Ja, ja, genau. Fußball. Nee, Deutschland. Du, Deutschland interessiert mich im Moment kausal lediglich als Mannschaft. Ja, ich will auch Fußball gucken. Mir geht das hier eher alles auf den Sack. Ja, sag mal, meinst du mir etwa nicht? Ja. Bitte, kaum kommt diese Hippe hier rein, entpuppt sich einer meiner besten Freunde als Vollnazi. Ja, was ist das? Und der andere entdeckt seine romantische Ader und macht hier auf Kalb Pflaume in eigener Sache. Echt, was Männer für einen Stress machen können wegen nichts. Moment mal. Jetzt sag mal nicht nichts hier, ja? Es geht um Fußball. Das ist doch wahr, ey. Das ist doch auch nur Fußball. Was? Ist doch völlig egal, ob man das jetzt sieht oder nicht. Aber wie bist du denn drauf? Es geht um Deutschland gegen Holland. Na und? Das halte ich nicht aus. Na und? Ist das irgendwie wichtig für den Lauf der Welt? Ja. Ja, klar, für euch ist das ein Riesenthemchen. Aber doch nur, weil ihr das behauptet. Oh, für die Erde, da ist doch Fußball völlig uninteressant. Das ist doch hier wieder nur so ein Männerding. Was? Ein Männerding? Das ist doch das größte Problem unserer Zeit. Männer, die denken, ihre Gedanken wären für die Welt relevant. So, ja, pass mal ist auf, das Fräulein, sowas von unwichtig. In der Natur. Du, jetzt kommt Lutz. Die auch noch mit der Natur. Lutz, die Natur. Lutz? Für die Natur, Lutz, ja? Ist Fußball völlig uninteressant. Und auch diese ganzen anderen Thesen, die uns das Leben so schwer machen. Ist doch Tieren egal, ist doch Pflanzen egal. Kennen Sie eine Ameise, die sich für den Islam begeistert? Oder hey, schon mal ein Reh gesehen, das in der AfD ist. Ja, kennt ihr vielleicht eine Dattel, die sich für die Autobahnmaut interessiert? Nee, aber ich kenne Pflaume, die ist bayerischer Ministerpräsident. Ach, ja. Mann, ich find's einfach so schade, dass wir uns hier immer nur auf Nebensächlichkeiten konzentrieren. Anstatt einfach mal der Natur zuzuhören, was wirklich wichtig ist. Hä? Ja, ich hab das gemacht. Damals in Kanada, als ich den Bären begleitet habe. Ein halbes Jahr lang. Ich hab so unglaublich viel von diesem Tier gelernt. Habt ihr nicht schon mal über einen langen Zeitraum ein Tier ganz genau beobachtet, Lutz? Ja, wenn ich auf dem Klo sitze, dann schaue ich mir schon mal die Silberfischchen an. Nein, wenn man mal wieder längere Zeit in der Natur lebt, Mensch, da merkt man doch erst mal wieder, wie weit wir Menschen uns vom Sinn des Lebens entfernt haben. Ja, sicher. Die Natur lebt einfach im Hier und Jetzt. Ja, die macht sich keine Sorgen, wer sie ernährt. Die denkt nicht ständig übers Arbeiten nach. Das kennen wir doch hier überhaupt nicht mehr. Doch. Ich habe einen Kumpel, der arbeitet im Ordnungsamt von Offenbach. Die leben da genauso. Ja, nee, bitte, Dieter, mach du dich nur über alles lustig, ja? Wenn's hilft. Mir hat das jedenfalls wahnsinnig viel bedeutet. Und ich habe eins gelernt, wir müssen einfach nur der Natur folgen, wenn wir alles richtig machen möchten. Ich war damals ganz eins mit den Wäldern. Ich war so eins mit den Jahreszeiten und natürlich ganz eins mit dem Bären. Und dann gab es einen ganz besonderen Moment, kurz bevor ich gefahren bin. Da hat mich der Bär mit meiner Kamera ganz nah an seine Höhle rangelassen. Und dann hat er mich angesehen. Unglaublich lange hat er mich angesehen. Und dann habe ich ihm meine Tasche dagelassen. Mit allem, was drin war. Hier Laptop, Bikini, Lippenstift, Wimperntusche. Ich habe es ihm dagelassen. Wow. Warum? Lutz, ernsthaft, warum? Ich wollte ihm sagen, hier, das brauche ich doch nicht mehr. Ist Ballast für mich. Nimm du. Bin ich einfach nur mit Kamera und Ticket in der Hand nach Hause geflogen. Du, Solveig, du, das ist Pillepalle. Ja! Nein, Mensch, ihr begreift es nicht. Der Bär und ich, wir hatten so eine ganz besondere Verbindung. In seinem Blick, da war etwas, das mir sagen wollte, Solveig, wir sehen uns wieder, ja? Und dann tauschen wir uns aus. So, und was meinst du, was jetzt passiert? Hm?
Meinst du, der Bär kommt jetzt eines Tages hier vorbei, klopft dreimal an die Tür und sagt, Mensch, Solveig, ich hab an der Uni Toronto einen Deutschkurs gemacht und will noch mal eine Runde mit dir ratschen. Dieter Lutz, komm mal runter, du. Ich hab was Feines besorgt. Ja, das ist witzig. Unterwegs. Schon da, Bodo. Immer wahnsinnig witzig. Palim, palim. Na, erschrocken, Baby. Ich habe einen Deutschkurs gemacht. An der Uni Toronto. Ich würde ganz gerne mal eine Runde mit dir ratschen. Oh Gott, Bär, bist du es wirklich? Ja, was soll ich denn sonst sein? Wolfgang Thierse auf dem Weg zum Bäcker? So, Baby, jetzt sind wir mal gut so. Jetzt pass mal auf, Schnuffelchen. So. Du hast mich ja in Kanada ein halbes Jahr gestalkt. Und ich sag dir ganz klar, du Hippe, das war schon die Pest. Aber der totale Horror ist dieser Mist, den du auf deinem Laptop hast. Ich habe das alles gelesen, dieser Schwachsinn. Wir müssen nach der Natur leben oder die Natur ist das Wichtigste. Und dann dieser Film bei Arte über mich. Sag mal, Baby. Hast du noch alle Latten am Zaun? Ich habe nach 10 Minuten umgeschaltet auf Super RTL. Wieso das denn? Ja, diese ganze Naturwahn. Natur hier, Natur da. Baby, was ist denn an der Natur so toll? Soll ich dir was sagen? Ich lebe in der Natur. Und weißt du was? Es ist die Hölle. Ja, aber hier, Kultur, das ist super. Ja, aber Bär, die Natur hat doch so viel Schönheit. Guck mal, die Niagara-Fälle oder das Zwitschern der Vögel. Das Zwitschern der Vögel. Mhm. Sag mal, geht's noch? Warum singen die Viecher denn, hä? Doch nur, um sich zu vermehren, deshalb piepen die. Ist das toll? Wesen mit einem IQ unter 5 sitzen rum und rufen laut, ich will pimpern! Das ist ja nicht schön, das ist Düsseldorfer Altstadt. Ja. Aber Bär, die Natur, die hat doch so viel Weisheit. Was denn für eine Weisheit? Weisheit! Baby, hör zu, in der Natur, da geht's um nichts anderes als um Selbsterhaltung und Arterhaltung. Verstanden? Dick werden und pimpern, das ist alles. Natur ist wie Boris Becker. So. Nur hübscher. Baby, die Kultur ist das Wichtigste, ja? Der Mensch und sein Geist, das ist doch die wahre Spitze der Evolution. Guck mal, was ihr alles habt. Ja, ihr habt ein Rentensystem. Aber meinst du, in der Natur kann ein Löwe irgendwann sagen, so Leute, ich bin zu alt zum Jagen, ich gehe jetzt in Rente, ich ziehe nach Malle und bitte schickt mir doch jede Woche eine Antilope per Post. Baby, wenn der Löwe nicht mehr jagen kann, dann wird er von den Jüngeren gekillt. Ja, kannst du dir sowas vorstellen? Oder die Vermehrung in der Natur, da musst du dich nämlich ständig vermehren, immer nur vermehren. Weil wenn ein Tier keinen Sex mehr hat, dann stirbt es. Wenn der Mensch keinen Sex mehr hat, dann kann er immer noch an der Volkshochschule Italienisch lernen. Baby, ihr habt so wunderbare Errungenschaften wie die Demokratie. Aber ihr geht nicht wählen. Wie krank ist das denn? Wisst ihr was, Leute? Ihr solltet nicht zurück zur Natur wollen. Ihr solltet nach vorne zur Kultur. Denn ihr könnt mit eurer Kultur die Natur verbessern. Das ist euer Auftrag. Verstanden, Müsli-Tante? Hey! So, Baby, hier ist deine Tasche. Vergiss mal diesen ganzen Naturscheiß. Entspann dich mal ein bisschen. Ich schwitze wie ein Schwein. So, Baby. Ich gehe jetzt da raus und kümmere mich um die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Lachse jagen und Honig suchen? Nee, ich suche mir da irgendwo draußen eine Kneipe, um das Länderspiel zu gucken. Hier wird es ja nichts mehr. Chill mit Ö. Wer? Das ist der Schlüsselbegriff heutzutage. Es geht um Geopolitik. Um Geo was? Geopolitik. Geopolitik, du bist niedlich. Weißt du, früher hieß das Imperialismus. Ach, hör doch auf. Ja komm, was denn? Deswegen macht doch der Putin in der Ukraine auf dicke Hose. Hier, und die Amis, die wollen natürlich sofort dabei mitzündeln, ja, weil die haben ein Problem. Wenn die mal eine Weile nichts zu bombardieren hatten, dann machen die Leute bei denen zu Hause Amokläufe. Das mag ja richtig sein, ja, aber die Merkel macht eben genau da nicht mit. Ja, weil die weiß, wie sowas aussieht. Die war ja schon mal dabei in Moskau bei so einer Militärparade auf dem Roten Platz. Und da hat die das gesehen, so 100 Kilometer nur Soldaten, Atomraketen, Granatwerfer, Panzer. Und dann sieht die vor ihrem geistigen Auge den Zustand der Bundeswehr. Ja, eine alte Tante Ju, 300 kaputte Hubschrauber, die von den Politikern getragen werden müssen. G36 Maschinengewehre, die du bei Hitze immer noch als Bumerang verwenden kannst.
Und dann noch 500 Schaukelpferdchen aus den Regimentskitas. Ja, weißt du, deswegen hat die Angst vor dem Krieg. Deswegen sagt die, wir zerstören keine anderen Länder. Also, mit Ausnahme von Griechenland. Ja, alles schön lustig, aber es ist reine Polemik. Findest du? Ja. Fakt ist doch, dass in diesem Land schon lange wieder der Einsatz militärischer Mittel für Politik gehalten wird. Und wenn so jemand wie der Gabriel die Chance sieht, im arabischen Raum für die deutsche Industrie einen verkackten Panzer mehr zu verkaufen, hey, dann wird er aktiv, ja? Hauptsache ist, es nutzt der Wirtschaft. Das ist total eindimensional. Das kann ich mir vorstellen, dass du das so siehst. Dir ist es ja auch scheißegal, wohin du deine Nippel verkaufst. Das sind keine Nippel! Hast du mir nicht gesagt, ihr verkauft eure Nippel auch nach Saudi-Arabien? Ja und? Saudi-Arabien ist ein sicheres und stabiles Land. Hey, Dieter, hallo? Da gibt's keine Wahlen, keine Demokratie und Frauen haben so gut wie keine Rechte. Die dürfen dort nicht mal Auto fahren. Ja, das meint er mit sicheres Land. Ach, Bruno! Was ist das? Da steht's im Text, was soll ich machen, meine Fresse? Sag mal, was ist das hier? Das Spiel läuft, der Fernseher ist gar nicht angeschlossen. Okay, Leute, Jungs, ich sag mal, Plan B. Okay, pass auf, Jungs, so, pass auf, wir haben keinen Fernseher. Wir haben kein Bild, keinen Ton, aber was für einen Fußballabend. Solvik, pass auf. Ein Rosenblatt im Sommerwind. Aber hat der noch alle Latten am Zaun? Ich will Fußball gucken. Jetzt geht er mal ein Eis essen. Ich gebe dir 500 Euro. Komm hier. Sag mal, so. Kann das sein, dass du mir jetzt hier gerade 500 Euro anbietest, damit ich meine eigene Bude verlasse? Dann nimm 1000 Lutz. Komm hier. Nee, ist okay. Ist okay. Du hast in der genetischen Lotterie den Hauptgewinn gezogen. Das ist toll. Aber das ist noch lange kein Grund, sich zu benehmen wie eine offene Hose. Rüssel, weißt du was? Soll ich was sagen? Du Sitzsack mit Brille. Du hast einfach keinen Sinn für Geld. Ja? Guck mal hier. Das zum Beispiel, ja? Das gehört dem Bodo. Ne? Ich habe es mir hart ererbt. Weißt du? Ich kann damit machen, was ich will. Ich kann es auch verbrennen oder zerreißen. Ne? Ich kann das mal einfach so hier einen 500er nehmen, Solli, und vor euren Augen zu Kleingeld machen. Hey, Bodo, mach das nicht, komm, das ich bin nach keinem Rechenschaft schuldig, oder? Hey, Bodo, wenn du das machst. Ich mach das! Hey, Leute, hört auf mit der Scheiße, ich will Fußball. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Bodo. Guck mal hier, 500, 250, 125, 62,50. Weißt du, wer von euch das überhaupt keine Würde mehr im Leib hat? Weißt du, der kniet sich jetzt hier auf den Teppich und klebt das Ding wieder zusammen. Kürzel, weißt du was? Der Bodo, ja? Der macht wenigstens sinnvolle Sachen mit seiner Kohle. Junge, du machst keine sinnvollen Sachen. Du hast einfach nur geerbt. Im Grunde genommen besteht deine ganze Lebensleistung darin, den Geburtskanal unbeschadet überstanden zu haben. Der Chef. Chef? Ja, hallo, was? Sie haben mit den Engländern telefoniert. Und die haben gesagt, dass ich nicht da bin. Das haben Sie auch auf Skype gesehen. Mich nicht gesehen, weil ich nicht da bin. Ja, Chef, kennen Sie WLAN? Das kann man auch nicht sehen, ist trotzdem da. Was? Was, die Engländer haben das Angebot der Chinesen genommen, weil ich nicht da... Chef, und jetzt bin ich gefeuert. Ja, Chef, das können Sie nicht machen, das ist... Hallo? Was? Nicht was rummacht. Was? Kein Netz. Kein Netz. Was hat der Dieter? Der scheint keine Verbindung mehr zu haben. Ja, aber der telefoniert die ganze Stadt. Mensch, jetzt reißt euch doch mal zusammen. Ihr seht doch, wir verlieren ihn. Leute, wir müssen was tun. Wir müssen was für Dieter tun. Also wir müssen etwas tun, das so extrem ist, dass wir das noch nie gedacht haben. Oh. Nee, ich will Dieter nicht umarmen. Los, nein, verdammt nochmal, wir müssen die Chinesen davon überzeugen, dass sie den Auftrag zurückgeben. Ja, wie? Wie? Dieter, du musst mit den Chinesen kommunizieren. Mit den Chinesen kommunizieren? Soll ich jetzt da hinfahren? Exakt. Ja, warum nicht? Dieter, wir kommen alle mit. Was? Ja, wie sollen wir denn jetzt zu den Chinesen kommen? Pass auf, Leute, in einer halben Stunde geht ein Flieger nach Peking, okay? Hey, stopp, Leute, das Spiel. Lutz, es geht hier um Freundschaft, okay? So. Ja, und wie sollen wir so schnell zum Flughafen kommen? Ach so, das Scheiße. Wie? Pass auf. Dieter, die Milicevic. Wer? Die Band. Was, die Drückerkolonne da unten im Hof? Moment mal, welche Band? Die haben doch so einen ganz schnell getunten Tourbus. Der bringt das zum Flughafen. Wir fliegen schön zusammen. Ja, wir vier fliegen. Der Papa zahlt das. Nee, nee, der Dieter zahlt das. Okay, der Dieter zahlt. Los, dann müssen wir los. Wir schaffen das, komm. Wir schaffen das zum Flughafen. Leute, einsteigen. Lutz, Dolly, Türen zu. Dieter, du fährst rechts. Da geht's ran. Vorne mal gucken, los geht's. Oh Gott, ist mir schlecht. Fuck die Hände. Willkommen am Airport Düsseldorf. Super. Ja. Das ist super. Letzter Aufruf, für die Herren Holmenberg, Schneider und Krämer. Ja, das sind drei, bitte sofort zurück. Entschuldigung. Sind aber sehr spät dran. Zacki, zacki, bitte in die erste Reihe. Komm, du gehst ans Fenster, Dieter.
Boarding completed. Boarding completed. Herzlich willkommen. Nadine, ich wollte nur kurz anrufen und sagen, dass ich die Kinder definitiv nicht abholen. Das Telefon aus. Nein, ich bin in der Therapie. Nicht telefonieren. Das klingt nur nach dem Flugzeug. Das ist eine Flugangsttherapie. Würden Sie das bitte jetzt aus? Würden Sie bitte jetzt Ihr Mobiltelefon aus? Wiederhören. Und schnallen Sie sich an. Anschnallen, seien Sie gut. Was? Anschnallen? Oder brauchst du aber 15 Meter Leine bei der Wampe? Das ist überhaupt kein... Bodo, wir sitzen in einem Flieger nach Antalya. Jetzt komm mal runter, Schneider. Das war der einzige, um die Zeit der Richtung Osten noch hochging. So, Peter, in der Türkei sehen wir weiter. Super! Entschuldigung, könnt ihr mal was leiser sein? Es gibt Leute, die sind Schläfer. Guter Mann, niemand will Sie irgendwie stören auf Ihrem Weg in Ihren wohlverdienten Urlaub. Ey, was denn, Urlaub? Ich fliege für den Dschihad nach Syrien, Allahu Akbar. Boss hat Basic. Grillkäse? Mit Senf. Okay. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich habe nach Sinn gesucht, aber da war nichts. Weißt du, ich hatte sogar Philo-Leistung. Was? Philosophie-Leistung? Oh Gott, ich gehe. Und dann bin ich zum Islam übergetreten. Ja, aber das ist doch Quatsch. Da gibt es ja so wunderbare Alternativangebote von der katholischen Kirche. Weißt du, guck mal, Junge. Da fährst du mal schön in die Eifel und machst ein schönes Besinnungswochenende in Prüm. Sag nix. Hey, Mensch, guck mal, eine Palme. Mensch, wir sind auch in der Türkei. Ach, Bodo, jetzt sind wir in Antalya und keine Sau hilft uns weiter. Hä? Pass auf, du musst... Schlock, was, wer? Ich bin's. Seppül. Gott sei Dank, dir schickt der Himmel. Ich brauch dir Hilfe oder was? Ja, wir müssen ganz schnell nach Osten, also besser gesagt, direkt nach China. Ich bring ich euch. Ja, hab ich Geländewagen. Oh. Fahren wir erstmal Richtung Hindukusch. Ja, komm. Aber ich hab Probleme. Was denn? Ich hab Scheißhände. Einer von euch muss lenken. Bei Richtung Hindukusch. Ja, da lenke ich gerne. Okay, Gott sei Dank. Komm, wir müssen einsteigen. Komm, Dolly, rein. Seppel, verdammt, hinsetzen. So, Schlüssel rein, Motor an. Das sind die Kassam-Raketen von den Assad-Leuten. Das ist voll gefährlich. Was? Scheiße. Entschuldigung, wollten Sie nicht hier raus? Nee, hier nicht. Lass mal stecken. Ich nehme einfach da vorne an der Bushaltestelle den ersten Bus zurück nach Hause. Aber ich bräuchte bitte noch die Adresse von dem Besinnungswochenende in Prüm. Ich glaube, das ist mir fundamentalistisch genug. Hallo, steig rein, wir müssen weg hier. Das hat keinen Zweck, Leute. Wir haben Platten. Dann geht er mal gucken, Lutz. Leck mich, Orsch. Komm, Lutz, ich helfe dir. Ich heb den Wagen hoch. Keine Angst. Lutz hat goldene Hände. Besser als scheiß Backhandschuhe. Sag mal, Dieter, warum hast du einen Eierwärmer an? Stimmt. Alles Unfug. Dieter, guck mal hier. Wir haben es geschafft, fast. Bodo, wir sind in Indien. Wir sind in Indien. Oh. Wow, riechst du das? Ja, das riecht nach Abgasen. Nee, so Gewürzen. Curry und... Hörst du die Musik? Was ist das? Oh, und die geht auch unmittelbar in den Beckenbodenbereich. Was ist das, Dieter? Das war doch was mit Chicken Curry. Oh, Dieter. Ich komme mir vor wie so ein Tiger. Aber ein schwuler Tiger. Dieter. Touch und das ist Mrs. Mahal. Wir sind von der Grenzagentur der Republik Indien. Gott sei Dank. Guten Tag, wir würden gerne einreisen. Oh, sorry, it's leider not possible. Oh, not possible. Jetzt hör mal zu, kleiner Muck. Komm mal hier. Weißt du, wir würden uns auch aktiv an der Mittelstandsförderung beteiligen. Herr Touch, Frau Mahal. Eins können Sie uns vielleicht eben noch sagen. Wie kommt man von hier aus am besten nach China? Ja, da gehen Sie durch die Tür da und da kommt dann irgendwann der Himalaya. Am Ende des Ganges. Sehr witzig. Ich hab die Dienstrechtschaft von dem besorgt. Kannst du dich mal beeilen? Warum ziehst du dich eigentlich die ganze Zeit um? Ja, ich hab das nicht geschrieben hier. Wir müssen doch erst mal klären, wenn wir in China sind, wie wir dann am besten nach Qingdao kommen. Ja, verdammt nochmal, wo ist denn der Baedeker? Was für ein Baedeker? Hier, der hier. So, pass auf.
Zugleich. So, pass auf, da vorne im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen, dann bei Obi vorbei und bei Ikea rechts abbiegen. So, und dann sind es noch so ein paar tausend Kilometer und dann sind wir in Jingdao, Night to Enterprises. Guten Tag. Sind Sie vielleicht Mr. Yang O'Yang von Naito Enterprises? Stellen Sie diese Billigmodule her, die den deutschen Markt kaputt machen? Meine Bitte sagen, guten Tag, Mr. Schneider. Oh, mein Gebieter fragt, möchten Sie eine Tasse Tee? Ja, sehr, sehr gerne. Das lassen wir jetzt mal schön stecken. Was? Entschuldigung, ich bin hier wegen der kunstharzverstärkten Gelenkmodule. Nippel. Oh, Nippel. Oh, Nippel, Herr Schneider, was können wir für Sie tun? Dieter, ich dachte, das sind keine Nippel. Das sind doch keine Nippel! Holla die Waldfee. Bitte stoppen Sie die Produktion, Sie zerstören damit nordrhein-westfälische Arbeitsplätze. Mr. Schneider, kann ich da? Es tanzt ein lieber Putzemann in unserem Haus herum. Fuchs, du hast die ganze Stolle, gib sie wieder her. Oh. Mein Gebieter sagt. Oh, oh. No. Das wird nicht gehen. Wenn wir die Nippelproduktion stoppen, gefährden wir Arbeitsplätze in Qingdao. Sind diese Arbeitsplätze etwa nichts wert? Warum sollte ein chinesischer Arbeitsplatz weniger wert sein als ein Arbeitsplatz in Deutschland? Ja. Hey, sei ein Tor! Sie schnitzeln so zu Hackebeter, sie ding-dong, wanda, nur in der Bau! Aua! Herr Schneider, ist das nicht sehr eurozentrisch gedacht? Fertig? Wenn ich jetzt wandern. Gut. Ich denke, das ist die Möglichkeit an dieser Stelle, auch in diesem Programm, politisch relevant etwas zu sagen. Wir, die Menschen in Deutschland, sind der festen Überzeugung, dass auch der Markt ethischen Prinzipien folgen muss. Spätestens seit der Revolution, aber auch Ludwig R. Sozialwirtschaft hat diese Sozialwirtschaft noch nicht sein. Das geht wieder kein Zap. Immer ein wichtiges genau. Stück zu sagen hab, kein einziges Scheißstück. Weil sondern bin ich hier in China? E plus Netz. Netz suchen. Moment. So, hier habe ich wieder drei Balken. Wir halten es kurz. Stoppen Sie die Produktion, Sie gefährden auch langfristig den Ballettunterricht meiner Töchter. Was? Herr Schneider, mein Gebieter ist es sehr gehört. Mit den Nippeln kann er nichts machen, aber er gehört als einer der wenigen Unternehmer Chinas der Volksgruppe der Tibeter an. Zufälligerweise sitzt er in der Findungskommission für den neuen Dalai Lama. Sie haben vielleicht gehört, dass unser Dalai Lama den Latzinger gemacht hat. Den was? Den Latzinger. Bitte? Den Latzinger! Gesundheit! Danke. Herr Schneider, mein Gebieter sagt, Sie sind der neue Dalai Lama. Was ist? Der Bodhisattva, der Erleuchtete. Och nee, Leute. Das ist doch nicht mehr unser Männertreffen. Das Spiel! Das Spiel! Das Spiel! Ich bringe uns nach Hause. Mensch, Leute! Guck mal hier! Das Spiel läuft noch! Wir sind schon da! Guck mal! Wir sind beim Lutz! Was ist denn frei da vorne? Jetzt geht's los! Da läuft schnell, Mensch! Fuck die Hände! Jetzt ist doch ein Freistoß! Ja, siehst du nicht! Das doch, ist das ist ein Freistoß. Aber warum? Komm, Dieter, zack, warum geht das Bild wieder nicht? Mensch. Meine Damen und Herren, was ist das für ein Fußballabend? Seit der Dieter Dalai Lama sage ich nur goldene Hände. Jetzt halt mal die Klappe, ich kann überhaupt nichts hören. Das ist die 79. Spielminute. Allem Anschein nach wird kein anderer als Lukas Podolski jetzt den Freistoß ausführen. Er hat hier die Entscheidung auf dem Fuß. Jetzt läuft er an. Und